herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr hattet einen tollen Tag bis jetzt. Wir probieren heute einen Make-up-Trend aus, der quasi wirklich für jeden und zu fast jedem Anlass auch passend ist. Und zwar ist es der Clean Make-up-Look. Der Look ist inspiriert von Celebrities wie Bella Hadid, Gigi, Hailey Bieber. So dieses clean, fresh, out of the door. Man sieht irgendwie zurechtgemacht aus, aber irgendwie so, als ob es nicht wirklich viel Mühe und Zeit gekostet hätte. Der Trend ist so seit, ich glaube, 2 Monaten oder so ziemlich auf TikTok hochgeflogen, auf YouTube. Und ich wollte ihn jetzt auch mal mit euch zusammen testen. Mir persönlich gefällt der Look sehr gut. Ich hoffe, euch wird es auch gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dran bleibt. Legen wir los. Starten wir mit Primer. Ich finde als erstes hier den e.l.f. Putty Primer. Das müsst ihr jetzt nicht unbedingt machen, falls ihr beispielsweise eher trockene Haut habt und keine vergrößerten Poren, könnt ihr diesen Schritt jetzt weglassen. Aber falls ihr doch so ein bisschen Textur habt auf der Haut, macht das einfach alles so ein bisschen weicher und ich finde auch, dass Produkte sich darüber super schön aufgeben lassen. Als nächstes mische ich hier einmal den Hollywood Flawless Filter in der Farbe 4 mit den Drunk Elephant Bronzing Drops. Give it a little shake. Als Foundation habe ich hier eine brandneue Serum Foundation von Tarte. Und zwar ist das die Tarte C Hydroflex Foundation. Die ganze Zeit darauf gewartet, dass sie nach Deutschland kommt. Ich habe sie letztes Jahr im Sommer schon auf amerikanischen Kanälen gesehen. Und jetzt habe ich sie letztens bei Sephora entdeckt, als der Sale war. Und ich habe sie in der Farbe 25N Light Medium Neutral. Die ist, würde ich sagen, so dünn wie die MAC Face & Body. Aber sie hat mehr Deckkraft. Die MAC Face & Body wäre übrigens auch eine gute Alternative jetzt so für diesen Clean Girl Make-up Look. Als Concealer benutze ich hier einmal den Forever Skin Corrector von Dior und den lassen wir jetzt einfach einen Moment sitzen. Zum Konturieren benutze ich hier die Charlotte Tilbury Contour Wand. Die habe ich vor ein paar Jahren schon mal gehabt, die hat jetzt durch TikTok ja so ein Revival bekommen und ich habe mir die jetzt letztens nochmal geholt, die war in der helleren Farbe ausverkauft, ich habe dann den dunkleren Ton genommen. Der ist auch so ein bisschen mehr bronzy mäßig. Der hellere Ton ist eher kühler, also eher zum Konturieren. Und die Mädels machen die Kontur bei dem Look meistens so ein bisschen höher, also quasi so auf den Wangenknochen, um einfach so einen kleinen Lift zu geben. Ich verwende jetzt den Concealer hier mit diesem Tarte-Pinsel. Und dadurch, dass wir den jetzt einfach einen Moment haben sitzen lassen, gibt er ein bisschen mehr Deckkraft. Kann man aber nicht mit jedem Concealer machen. Also wenn man das bei einem Concealer macht, der irgendwie zu schnell trocknet, dann wird es wahrscheinlich fleckig oder beziehungsweise trocken aussehen. Um noch ein bisschen mehr so einen Eye-Brightening-Effekt zu haben, benutze ich hier einmal die Fenty Beauty Bright Fix Drops. Die habe ich auch irgendwie schon seit letztem Jahr Sommer nicht mehr benutzt. Ich dachte mir, die passen jetzt gut. Ich möchte jetzt schnell unter den Augen mit ein bisschen Translucent Powder setten, damit das nicht mehr creased. Und da benutze ich hier von Pat McGrath den Translucent Powder. Das ist wirklich einer der feinst gemahlenen Puder, die ich je getestet habe. So, erstmal sicher gehen, dass hier nichts in den Fältchen ist. Ich habe ganz vergessen, meine Hintergrundbeleuchtung anzumachen. Das habe ich gerade schnell gemacht. Und bei dem einen Licht, das muss ich leider anschließen. Deswegen seht ihr jetzt hier so ein bisschen das Kabel. Ich hoffe, das ist okay und nicht so schlimm. So, wo waren wir? Ich habe meine Augen gesettet. Als nächstes Blush. Als Blush benutze ich hier die Natasha Denona Glam Face Palette. Ich weiß, sie ist teuer, aber ich benutze sie wirklich fast jeden Tag. Also ich habe so viel Nutzen von der Palette, tausendmal mehr, als ich irgendwie von ganz vielen Eyeshadow-Paletten habe, die ich mir hole und dann irgendwie nachher doch nicht benutze. Und ich zeige euch die Palette mal gerade, falls ihr die noch nicht kennt. Ihr habt hier halt ein paar wirklich alltagstaugliche Töne, verschiedene Transition Shades und zwei Highlighter-Töne, die richtig krass sind. Und dann habt ihr hier einmal so ein Cream to Powder, das ist so ein bisschen so eine gelige Textur. Blush und einen wunderschönen Highlighter. Und ja, ich glaube die Palette kostet um die 60 Euro. Das ist auch meine erste Natasha Denona Palette. Also das ist jetzt keine richtige Lidschattenpalette, aber ihr wisst, was ich meine.
Und ich bereue es wirklich nicht, dass ich sie mir geholt habe, weil sie einfach so oft zum Einsatz kommen. Ich finde, dann lohnt es sich halt auch. So, auf jeden Fall benutze ich jetzt hier einmal diesen Blush. Und der Blush ist relativ dezent. Also da könnt ihr ruhig schön reingehen. Und ich finde, der gibt so einen perfekten Natural Blushy Cheeks Look. Jetzt quasi so nach Belieben so viel aufgeben, wie ihr wollt. So, um das Ganze so ein bisschen zu setten, gehe ich hier einmal in den No Powder von Dior. Das ist ein ganz, ganz feiner Powder, der auch so ein bisschen Schimmer hat. Oder beziehungsweise ich würde es gar nicht als Schimmer bezeichnen, es ist eher so ein Glow. Das hätte ich einfach alles nochmal so ein bisschen. Wenn ihr jetzt nicht super trockene Haut habt, würde ich euch das auch empfehlen. Ich weiß, es sieht natürlich immer so schön aus, wenn das jetzt alles so super glowy ist. Das sind ja flüssige Produkte und die werden einfach auf jeden Fall über Tag rutschen auf dem Gesicht. Und dann gehe ich einmal hier mit meinem Pocket Puff in den Puder nochmal rein. Es ist total lustig, ich habe den schon seit Monaten. Ich habe den irgendwann mal, glaube ich, in einem Video gesehen, hatte den irgendwer schon. Und habe ich mir den auch geholt und war auch sehr, sehr begeistert. Und jetzt habe ich gesehen, jetzt ist der irgendwie auf TikTok hochgekommen und jetzt ist der einfach überall ausverkauft. Der ist aber auch toll. Um den Bronzer jetzt ein bisschen zu setten, benutze ich hier meine Nude Gasm Face Palette von Charlotte Tilbury. Das ist auch so eine Palette, wo ich sage, sie war den Preis einfach wert. Ich habe hier auch schon das Fännchen in Sicht und die werde ich mir auch auf jeden Fall nachkaufen. Ich gehe jetzt einfach hier in die beiden Töne und mix die. Und die haben auch so einen richtig schönen Glow, weil das auch so eine eher gelige Textur ist. Und ich nehme jetzt gar nicht viel. Dann gehe ich hier einmal diesen Blush-Highlighter rein. Und der gibt einfach den schönsten Peachy Glow. Lidschatten wird typischerweise für diesen Look nicht besonders viel aufgetragen. Manche Ladies haben auch gar keinen Lidschatten benutzt. Ich würde ein bisschen aufgeben wollen. Dazu gehe ich hier wieder meine Glam Light Palette. Und ich gebe erstmal so ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen in die Crease. Und zwar nehme ich hier diesen ganz hellen Braunton. Einfach nur, dass ich so ein kleines bisschen beim Menschen habe. Wirklich nicht viel. Und dann mache ich mir so einen kleinen Eyeshadowing, der aber auch nicht ordentlich sein soll oder muss. Und dann mische ich hier einmal diese zwei Brauntöne. Seht ihr wirklich hier so ein kleiner Blub? Was wir auf jeden Fall brauchen, ist ein bisschen Inner Corner Highlight. Und da würde ich hier den Inner Corner Shade nehmen aus der Palette. Die Schimmertöne haben so ein bisschen Fallout. Deswegen sprühen wir uns einfach unseren Pinsel an. Und an diesem Punkt ist es so ein bisschen up to you. Man kann das jetzt so lassen. Man könnte sich jetzt natürlich noch ein bisschen Schimmer aufs Lid geben. Ich glaube, das machen wir auch ein kleines bisschen. Why not? Da benutze ich aber jetzt nicht den Inner Corner Highlighter, weil der ist sehr stark, sondern ich gehe einfach mit dem Finger hier in diesen normalen Face Highlighter rein. Der ist auch sehr, sehr schön butterig weich. Ich tappe das einfach so ein bisschen aus dem wirklichen Lid. Super soft. Die Augenbrauen sind auch ein sehr wichtiger Teil in diesem Clean Girl Make-up Look. Und zwar haben die meisten Mädels diese Soap Brows oder diese Lamination Brows Look, so wie das halt auch Hailey Bieber, Bella Hadid und sowas oft haben. Ich habe meine Augenbrauen frisch laminiert und frisch gefärbt, das spart mir auf jeden Fall richtig viel Zeit. Also falls ihr diesen Style auch mögt, kann ich euch das nur empfehlen. Und das heißt, ich muss jetzt eigentlich gar nicht viel machen. Ich würde so ein bisschen auffüllen, erstmal durchkämmen und dann gehe ich hier in meinen Lift and Snatch. Farbe habe ich denn jetzt hier? Taupe. Das ist eigentlich ein bisschen hell. Hier habe ich ein bisschen weniger Augenbrauenhaare. Jetzt gucke ich, dass ich hier hauptsächlich ein bisschen auffülle. Wobei mein Augenbrauenserum hat auf jeden Fall auch schon Wirkung gezeigt. Ich benutze jetzt hier noch ein bisschen von dem Benefit Gimme Brow. Brauche es eigentlich nicht. Ich mache es jetzt einfach nur, damit meine Härchen, weil die sehr fein sind, so ein bisschen dicker aussehen. Und falls ihr quasi jetzt keinen Brow Lift oder so habt und ihr wollt aber trotzdem diesen Look, dann kann ich euch auf jeden Fall von Anastasia Beverly Hills das Brow Freeze empfehlen. Das ist eigentlich, finde ich, das beste Produkt, so um die Augenbrauen so hinzubekommen, ohne irgendwie weiße Rückstände zu haben. Oder Elf ist auch mit so einem Produkt rausgekommen, ist natürlich viel, viel günstiger. Das habe ich selber noch nicht getestet.
Soll aber gut sein. Das wollte ich demnächst auch mal ausprobieren. Und schaut immer, dass ihr die einfach mal ohne Wimpern, das funktioniert nicht. Das Lash Shifting ist einfach noch zu intensiv. Wenn ich die Wimpern aufsetzen will, sind meine Naturwimpern einfach komplett im Weg. Deswegen lassen wir das und ich gebe mir einfach Mascara auf. Letztens beim Sale einen frischen Rare Beauty Mascara geholt. Nachdem ich mir zuerst die Travis Size geholt habe und sofort in Love war. Das ist ein bisschen schade, meine Wimpern sehen jetzt sehr kurz aus, weil sie so krass irgendwie nach innen gebogen sind. Ein bisschen natürlich mit Mascara geschmiert. Das lassen wir jetzt sitzen und tun, als ob es nicht da wäre, bis es getrocknet ist. Und ich gebe mir ein bisschen hier von dem Highlighter noch auf. Für die Lippen benutze ich hier von Il Makiage und Carly Bible den Lip Liner in der Farbe Luna. Und dann benutze ich hier ein bisschen von der neuen Fenty Cream in der Farbe. Als nächstes benutze ich noch ein bisschen von dem Maybelline Glass Spray. Und wir sind fertig. Was meint ihr? Ist es der Clean Make-up Look? Ich fühle mich auf jeden Fall sehr wohl. Ich finde, ich sehe fresh aus. Und es ist aber trotzdem nicht zu over the top. Also perfekt für den Alltag. Kann man aber natürlich auch super benutzen, wenn man irgendwie abends was trinken geht oder was essen geht. Und man kann mit dem Look halt auch so ein bisschen spielen. Ne? Man kann es ja ein bisschen stärker und ein bisschen weniger stark machen. Man müsste jetzt ja beispielsweise auch hier gar nicht Eyeliner am Schluss machen. Oder auch den Lidschatten hätte man komplett weglassen können. Das finde ich so ganz schön daran. Und dass er halt so universell ist, so quasi für jeden passend, ist halt eigentlich das Beste daran. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Schreibt mir gerne mal in den Kommentaren, ob ihr den Clean Make-up Look schon mal ausprobiert habt und ob der euch gefällt. Ich finde, er ist eigentlich wirklich ziemlich passend für jeden. Mit den Augenbrauen beispielsweise muss man ja auch nicht so machen, ne? Auch wenn das auf TikTok jeder macht, man muss es ja nicht. Wie immer, ich danke euch sehr fürs Zuschauen und ich würde mich super freuen, wenn wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, bleibt gesund. Muah.